Hab ich eigentlich ein bisschen gewundert, so viele Kills. Obwohl ich halt doch schon recht lang gespielt, als ich die TMG 50 dann nicht. Außerdem spiele ich die Rhino dann immer genau dann, wenn ich mit TMG 50 umgehen kann, wenn ich immer so eine Flaute habe. Oh, das wollte ich nicht immer so mitteilen. Vor dem Spawn und ist Mist. Oh. Das haben wir uns gegenseitig getötet. Schau. Aber wir haben nicht mehr C. Das ist schade, weil... Ach Gott, ich will einfach die Basis einnehmen, dann hier weggehen. Die Basis ist nicht so gut. Wenn man unten ist, ganz gut, aber sobald man nicht mehr unten ist, sondern immer hier runterspringen muss, ist eigentlich Todesfall. Da müssen zwei Max-Einheiten, zwei, drei Max-Einheiten stehen da einfach permanent. Schießen einfach alles ab, was da runterkommt. Ich ganz einfach. Wow, der hier. Ah, ich hab's gesehen, Käse, ein Medic. Medic. Aber schießen die mich denn ab? Hier stehen vier Leute, warum schießen die mich ab? Das ist gut. Voll die Verarsche hier. Na komm, komm, der nächste. Warte. Ich hab's gesehen, der Medic war's. Der Medic war's. Der hat das komische Ding aufgestellt, aber wie Leute? Oh. Okay. Ja. Oh. Okay. Sorry. Okay, das war... ...war natürlich Absicht von mir. War totale Absicht. Hier können wir da vorne jetzt noch so ein Sandra aufbauen. Oh. Ja, damit wir nicht so weit laufen müssen, da wo die ganzen Feinde hochflogen kommen. Theoretisch könntest du einen aufstellen, nur... Ja, und wieso steht der dann so weit hinter? Total der Schuss. Also da wo ich den Wegpunkt gemacht hat, der steht direkt beim Jump. Scheiße, das habe ein Kollege abgeballert. So, bist du auf die Idee. Das sieht wahrscheinlich in keinem anderen Game so viele Friendly Kids wie hier. Und die laufen auch noch voll rein, ey. Ich wurde schon wieder von den Franzosen Sniper abgeballert. Battlefield gibt's kein Friendly Fire. Immer. Oder fiel hier auch nicht. Hier kann ich schön Kills machen mit deinem Schwert, wenn hier alle hochgeportet kommen. Nee. Ja, jetzt kommt gleich drei Max-Einheiten, dann bist du tot. Bist du eigentlich? Ich sehe dich auch nicht auf der Karte. Auf der Brücke oben, da wo diese Springbretter-Dinger sind. Kannst du gute Kills machen, weil die dann immer hochkommen mit der Schwert. Kannst du immer gleich wegnutzen. Kann ich meine 1100 Pills machen für meine Oraxen? Stimmt, ich kann eigentlich als Ingenieur mein Geschütz aufstellen. Jedes Mal, wenn die hochkommen, kriegen sie gleich. Hä? Okay. Oder auch nicht, ne? Ich bin gerade mit dem Laufen einfach so umge. Seit wann kann man Quad unsichtbar machen? Das will ich auch können. Schon wo ist der hingefahren? Also. Der fährt in unserer Base hier rum, das weiß ich ganz genau. Also in unserem Sandra, der fährt hier außen rum. Irgendwo steht er. Drecksack. Was spielst du? Spielst du Max-Einheit? Guck mal unten links neben der Minikarte, da siehst du, was ich spiele. Das ist da schwere Einheit, ist das ja, gell? Mir hat ernsthaft weiter in einen Kommentar geschrieben in einem Video von mir, dass er mich gut findet, weil ich mal bei mir sogar was lernen kann. Wow, da habe ich auch gedacht, wow, das ist bestimmt ein Punkt gewesen. Mal bei mir was lernen könnte. Was wollen denn bei mir lernen, ey? War ein Fake-Account von mir. Dass du schlecht bist. Das kann man bei dir lernen. Zum Beispiel, wie man den
zu einfach eben nicht killt, weil ich einfach so nicht getroffen habe. Ja. Find's immer wieder lustig, meine eigenen Teamkameraden nicht töten. Ja, das ist sehr zum Heulen. Nee, warum denn? Das ist doch hammernfrei. Jawoll. Hey, Sonra. Wie steht's mit meinem States? Boah, 1er KD, genau 1. Wow. Jetzt kann's ja nur besser werden, 40-40. Also vorhin, als ich heute Mittag gespielt hatte, hatte ich eine 2,3. Ja. Im Einsatzgebiet befindet sich eine feindliche Maps-Einheit. Das gäbe, es sind zu viele Gegner. Warte, das ist mein Lüfter, mein Grafikkartenlüfter, der dreht auch, ja. Was ich gut finde an dem Spiel ist einfach, dass man dauerhaft sprinten kann, dass man keine Ausdauer hat. Wenn du Sterntaste drückst, hast du Autolauf sogar. Cool, huh? Bei Battlefield, Käse. Autsch. Tschüss. Käse. Knautsch. Dominik. In Battlefield kann man, weiß ich gar nicht, man kann lange spielen, glaube ich, aber nicht unendlich lang, weil der fängt dann an zu brechen. Oh, voll. Hier ist gerade eine Max-Einheit von den Gegnern hochgeflogen, ist auf der anderen Seite gleich wieder instant runter geflogen. Zweimal hintereinander, so ein scheiß Verwirrungsgranate. Hammer. Irgendwie mögen die nicht. Gib Feuer! Das ist, also das kann ich euch sagen, bei der war es richtig geil, man kann einfach voll Dauerfeuer machen. Das Ding hat so eine schnelle hohe Feuerrate, ja. GTF Sandra. Oh komm, ey Alter, stell deinen scheiß Sandra weg. Bist du auch auf der Brücke? Ja, ich bin auch. Mal von Snipern weggeholt. Fahrzeuggranate. Naja, 3 Kills geht. Ja, da brauche ich es nicht mehr zu spawnen, das ist auch Selbstmord. Jetzt habe ich wieder eine Minus KD. Immer 9. Jetzt können wir bei C spawnen. Oh, nee, irgendwie Müll. Ich geh mal da oben lang. Akali Storage. Durago. Verteidigen. Finde ich ganz gut. Finde ich besser wie angreifen. Ganz besonders ist die Base auch besser als das andere. Riesenkrater. So blöd anzugreifen. Wenn man da nicht koordiniert, macht das Ding eigentlich fast uneinnehmbar. Weil A kann man ohne Probleme easy going verteidigen und daher. Au. Wow, ich spawne, der überfährt mich eiskalt zum Panzer. Was soll das denn? Ah, das finde ich, das hätten sie einfügen sollen, dass man hier einen Respawn-Schutz hat von 2 Sekunden. Ja, du spawnst am Sandra, bist du Matsch. Das wird dir auch noch, wenn du öfter spielst, auffallen, wenn du Gegner abschießt, die einfach nur neben Sandras stehen. Die wirst du nicht töten können, die sind nur irgendwo rumreichen. Ich glaube, das ist, wenn die dann noch laden. Und da brauchst du nicht weiter schießen, kannst du erst abschießen, sobald sie sich bewegen. Ja, habe ich schon gemerkt. Ab dem Turm merkt man das schon. Ja, wer die dickere Rome? Ich. Bleib doch erstmal so. Okay, ich nehme alles zurück. Aber jetzt habe ich so langsam den Dreh raus. Mein Meister war 11 Kills ohne zu sterben mit der Snipe. Boah, das ist wirklich schön, das. Ja, ich weiß, ich war hinter feindlichen Linien und habe die ganze Zeit die von hinten weggeholt. So, dann wollen wir mal, ob man hier noch irgendwelche Leute abfinden kann. Ich würde gerne noch meine D-Waffe sehen. Bevor ich das Play aufnehme. Ich nehme echt nicht ganz so gern, das Spiel zu beenden mit einer negativen KD.
Okay. Es gibt's nicht. Ich werde überwiegend nur von Snipern weggeholt. So erbärmlich. Ja, und du fragst mich, ob man sich hier hinlegen kann. Stell dir mal vor, die Sniper werden sich noch hinlegen können. Bei dem. Bei der riesengroßen Welt. Will ich mir mit dicken MG hinlegen und dann noch ratatatata machen. Ja, das ist mir zu unfair. Es ist schon ein Drittbild auf Eroberung, bei der großen Eroberung sehr. Mann, hier habe ich gerade das Leben gerettet. Ich weiß nicht, wie wer denn da? Bleib mal in deiner Nähe hier. Bisschen Bro. Oh, da kommen jetzt jede Menge. Schieß ab, putz mich. Ah, meine Waffe reicht noch nicht, sag ich mal. Wie viel Zerts hast du denn? Oder hast du schon Zerts ausgegeben? Ich hab mir mal einen Sniper gekauft. 400. Oh, das ist ganz gut. 400. So, nächsten Kill. Der habe ich auch schon 600 Views. Das soll was heißen mit dem Sniper. Oh, nächster Kill. Oh. Ich hab mich hochsteht so ein Typ hinter mir mit so einer Spritze. Wenn ich den Tipp geben darf, aber nächster Kill. Keine, erstmal keine Waffe, sondern Upgrade erstmal. Das ist mein Tipp. Nein, kein Leben gehabt. Ja, 4 Kills geht. Da steht ernsthaft ein Mana geschützt. Bei uns im Sandro. Das ist doch ein schlechter Scherz, oder? Ich hab gerade eine Max-Einheit gekillt, gib ihm. Ich back bad boy. Tatsache, du hast das Mana geschützt. Aber wir haben sie nur unser Dings zerstört. Kann er reparieren? Ich bin tot. Achso, der ist zerstört. Da hier stehen ja zwei. Mana Kiste. Nur von der anderen Seite. Ja, das ist schwer, das. Ballern die Panzer die ganze Zeit rum. Ich werde schon wiederbelebt, genau vor den Geschützen. Das ist witzig. Ah, die haben da auch einen Sandro aufgestellt. Deswegen können die da so schnell spawnen. Kann ich den denn zerstören, so schnell? Das spawnen und ich knatzen einfach rum. Oh, ich musste nachladen. Heilung, HP, Medic. In dieser Steinkuhle, wo der Sandmann gerade von dem steht, erkennt man. Das finde ich jetzt ein guter. So Open Field, schön mit Deckung. Was ich auch gut finde an Planet Z sind die Sandra, dass die als Spawn fungieren können. Damit du nicht immer so weit laufen musst und vielleicht schon im Geschehen bist. Finde ich super. Ja, das ist gut, das macht. Du bist tot. Ach, ich habe mich mit so einem Kicken angelegt. Den, ich habe mein Viertel Leben. Ja, ich bin auch durch, ich werde umgefahren vom Level 3, ja, den würde ich am liebsten. C4 drauf und zerstören. Aber wir sind jetzt leider im Let's Play. Ich bin ja eigentlich ein sehr netter Mensch. Kevin, dein ja. Patchload von Dings durchgelesen. Von Titan. Nee. Box, was du ja. Ich hatte ihn vorhin gelesen, aber. Also ich habe ihn angeguckt. Ich habe ein Bild gesehen von. Aber nee. Ja, irgendwie scheint es jetzt irgendwas gegen die ganze AFK-La gedauert zu haben. Da haben sie jetzt irgendwie einen Patch gefunden. Disconnect. Ach, ich geh weg, der legt sich in den Panzer an. Ich weiß nicht tot. Hey, ich hab doch mein Schild angemacht. Ich hatte es ja vorhin heute mal halt gedacht, gepatcht mit das Spiel. Mal wieder aufnehmen. Die hatten mich geguckt, ob wir irgendwelche von den Homies da. Ach, toll. Wenn niemand AFK geht, wird er nur eine Zeit rausfliehen. Wird er jetzt raus, also lass den jetzt rausgehen. Und der den Doom zu laden, das was der Application bekommen wird, IP und so an die Teammates aufzuteilen. Warum nicht? Das ist nett. Lukas, wie sieht's mit deinem Rocks Mastai eigentlich aus? Support Chant. Schreib nur Standard abboarden. Wenn jemand drauf das heißt, geht, oder du kannst theoretisch gleich neu kaufen. Geht, ja, neu kaufen braucht das ja nicht. Ich bin nur installieren. Ja, es geht ja nicht installiert. Ja,
liegt aber dann nicht am an dem Account, sagen wir mal so, es liegt ja dann nicht am Spiel. Ja, es liegt an Gameforge Live eigentlich.